Idee und weiß nicht, wie man anfangen soll, oder man hat schon angefangen und weiß nicht, wie man skalieren soll. Es fehlt einem Geld, es fehlt einem Expertise. Egal was es ist, wenn es anfängt, im Beruflichen zu reiben, dann bin ich die Person, die da helfen kann. Ich finde Probleme wunderbar, weil sie fokussieren einen. Sie sorgen dafür, dass man was machen muss. Oft ist es eine Verzettelung, dass Menschen sich zu sehr fokussieren auf Nichtigkeiten, anstatt zu sagen, du, die zwei Sachen müsste ich lösen. Ah nee, aber ich habe ja noch 14 andere. Vergiss die 14, die machen überhaupt keinen Erfolg aus. Mein Tipp ist für jeden, nicht überdenken. Also man muss es nicht immer überkomplizieren. Es muss nicht alles groß klingen, damit es gut wird. Einfach mal machen, und zwar nach dem, was ich heute kann.